Was geht, liebe MyTeam-Freunde? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute die neuesten MyTeam-News zu NBA 2K25 an. Wir haben uns eben im Livestream den Stream von NBA 2K angeguckt mit den ganzen Neuerungen. Es ist eine ganze Menge. Wir fangen heute an mit... Wir machen das stückchenweise, eins nach dem anderen. Wir fangen heute erstmal mit der Nachricht an, dass das Auktionshaus zurück ist in MyTeam. Man kann wieder Spieler kaufen, man kann wieder Spieler verkaufen. Meine Vermutung, dass es Grenzen geben wird, also eine Maximalverkaufsgrenze und eine Minimalverkaufsgrenze, die wurde hier anscheinend nicht bestätigt, zumindest wurde nichts darüber gesagt. Das heißt, die Gebote können nach oben, nach unten weiterhin offen sein. Wir haben hier ein Bild von NBA 2K25 hochgeladen. Man hat hier auf der linken Seite ein Menü, wo deine eigene Auktion, die Suche, deine aktuellen Gebote sind, also was du geboten hast und was deine Outcomes sind. Outcomes, das ist das, was du jetzt... Wenn du einen verkauft hast, kannst du dir in den Outcomes die MTs zurückholen. Wenn du was gekauft hast, dann kannst du dir in den Outcomes deinen Spieler reinholen. Das ist alles jetzt auf einer Seite. Vorher musste man immer aus dem Menü rausgehen, hin und her und scheiße. Jetzt ist das alles auf einen Blick und du kriegst dann daneben angezeigt, wo gerade was geht. Es ist ganz nice, nicht schlecht. Alles nur Kosmetik. Es geht ja im Prinzip darum, wie das Ganze funktioniert. Das Wichtigste, was zum Auktionshaus hier schon gesagt wurde, ist, dass sie wollen, dass es ein faires, ein leveled playing field ist. Das sollte es eigentlich immer sein. Das Problem ist, Leute werden gierig, Leute wollen gewinnen, Leute wollen das beste Team haben, Leute werden schummeln. 2K hat in dem Stream gesagt, dass sie eine Zero Tolerance haben werden für Cheating im Auktionshaus. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, da sind wieder Seiten, die MTs anbieten, ich möchte MTs haben, möchte aber nichts dafür tun und kein Geld an 2K bezahlen, weil das ist meistens viel zu teuer. Wenn du MTs kaufst, wirst du wahrscheinlich erwischt, weil sie ein Verification System drin haben, was solche Cheating-Aktivitäten besser erkennen soll. Und Zero Tolerance, was sie gesagt haben, bedeutet für mich, natürlich übersetzt Null Toleranz, aber das klingt für mich, und sie haben es nicht weiter ausgeführt, ich denke, das machen die auch ein bisschen extra, damit die Leute unsicher bleiben. Für mich klingt das so, dass wenn du das eine und das erste Mal erwischt wird, dass du raus bist. Das heißt, entweder bist du vom Auktionshaus gebannt, wie das auch bei FIFA ganz oft der Fall gewesen ist, von Kumpels, die ich habe, wo ich es mitbekommen habe. Oder, dass du komplett deinen Account bei MyTeam nicht mehr benutzen kannst. Dass du da quasi aus dem Modus oder vielleicht ein ganzer Account von NBA 2K gebannt wird. Das würde ich persönlich vermeiden wollen, bekomme aber jetzt schon Schweißausbrüche, vielleicht sieht man das, wenn ich daran denke, dass ich zum Beispiel, wir haben es ja auch gesehen, bei jetzt mache ich mal den Schlag zum Online-Gameplay in NBA 2K24. Wenn ein Gegner bei dir das Spiel gequittet hat, hast du manchmal dieses rote Ausrufezeichen bekommen und wurdest für eine halbe Stunde oder für eine Viertelstunde oder für eine Stunde von Online-Gameplay gebannt. Das war ein falscher Bann. Wenn das Bannsystem für das Auktionshaus genauso scheiße ist wie das Bannsystem, was wir für Online-Gameplay und das Quitten für NBA 2K24 gehabt haben, dann wird es zu 100% passieren, dass irgendjemand zu unrechtmäßig gebannt wird. Und ich sehe schon kommen, dass Streamer ihre Spieler on-stream aufs Auktionshaus setzen und irgendwelche Leute, die sie nicht leiden können, die Spieler zu teuer kaufen werden. Entweder so oder dass das einfach zufällig passiert und man dann eben mit diesem zu teuren Verkauf erstmal von diesem System, wenn es funktioniert, gecatcht wird. Zero Tolerance bedeutet dann, du hast keine Chance, dass dein Ding irgendwie, ja, wenn die sagen, du bist erwischt, dann bist du erwischt, dann bist du am Arsch. Und das kann, glaube ich, richtig in die Hose gehen. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Ansonsten, wenn es nicht funktioniert, dann ist das alles für die Katze. Dann wird entweder brutals geschummelt oder Leute werden richtig auseinandergenommen. Aber ansonsten ist das Auktionshaus, dass es zurück ist, eine gute Sache. Man kann hoffentlich jeden Spieler bekommen, den man haben möchte, weil was bringt das Auktionshaus, wenn man diese Special Inserts, die wir dieses Jahr hatten, nicht ins Auktionshaus setzen kann? Über Special Inserts wurde generell in dem ganzen Stream nichts gesagt. Deswegen ist da noch so ein bisschen eine Lücke, eine Wissenslücke, die wir alle haben. Was ist, wenn man nur diese ganzen Basekarten ins Auktionshaus packen kann? Wäre ein Move, den man 2K zutrauen würde, denke ich. Von daher, alle sind jetzt erstmal hyped, das Auktionshaus ist zurück, alles ist cool, alles ist erstmal Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich an eurer Stelle, und so mache ich das auch, würde die Füße stillhalten und erstmal abwarten, wie es dann wirklich ist, wenn das Game draußen ist. Auktionshaus ist zurück, perfekt, aber wir warten ab, weil es ist noch zu viel über das Auktionshaus und das Spiel insgesamt gesagt worden. Es ist noch zu viel, was man nicht weiß. Und es ist irgendwie immer so, dass diese Sachen, die man nicht weiß, entweder was Schlechtes ist
oder noch nicht ganz fertig ist bei 2K. Deswegen, wenn ihr mehr Infos zu NBA 2K25 haben wollt, dann abonniert den Kanal und guckt euch auf jeden Fall dieses oder dieses oder dieses oder dieses oder dieses Video an, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich bin erstmal raus. Bye bye.